Am Grenzübergang Grablach in Bleiburg erinnert das österreichische Bundesheer an den Einsatz vor 30 Jahren. Ausschnitte aus der Gedenkveranstaltung sehen Sie jetzt. Wenn wir heute im Jahr 2021 zu einem Zeitpunkt, in dem Österreich, Slowenien Mitglieder der Europäischen Union sind, zu einem Zeitpunkt, in dem den 27 Mitgliedstaaten Frieden herrscht, 30 Jahre zurückblicken, dann blicken wir auf ein kleines Stück europäischer Geschichte zurück. Einer Geschichte, die sich gerade hier an diesem historischen Ort, wie an vielen anderen, gezeigt hat, dass Demokratie, das grenzüberschreitende Verständnis, das aber auch Parteiergreifen etwas Wichtiges, etwas Ermutigendes und etwas Deutliches und auch historisch Einordnbares ist. Und wenn wir wissen, dass auch damals die österreichischen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen funktioniert haben, dass auch damals das österreichische Bundesheer eine ihrer vielen Aufgaben, und ich hoffe jene, die wir am wenigsten oft anwenden müssen, nämlich die Bevölkerung auch mit entsprechendem militärischen Einsatz zu schützen, nachgekommen ist. Daher der Dank auch des Landes Kärnten und seiner Bevölkerung an unser Bundesheer, vor allem für diese damals so wichtigen Einsätze, eingeschlossen damit auch alle anderen Einsatzorganisationen und politischen Gremien. Ich möchte aber einen weiteren Aspekt mit einbringen, weil es auch immer wieder heißt, aus der Geschichte zu lernen. Aber auch gleichzeitig mein Appell, Ihre Schülerinnen und Schüler zu sein. Demokratie ist auch in der heutigen Republik Slowenien mühevoll erkämpft worden. Von den vielen bereits angedeuteten Geschichten waren vor allem der 23. Dezember 1990, wo mit 90% Zustimmung der Weg in eine Demokratie freigemacht wurde, ein wesentliches Datum, ebenso die von Dr. Peter Ambrosi genannte Unabhängigkeitserklärung am 25. Juni 1991. Die Tage bis zum Waffenstillstand am 7. Juli in Brioni waren für alle herausfordernd. Sie haben aber bewiesen, dass man mit Festigkeit, auch internationaler Unterstützung, etwas erreichen kann, was für viele die Erfüllung eines Lebenstraumes bedeutet, nämlich Demokratie, Freiheit und 13 Jahre später auch den Eintritt in die Europäische Union, die größte Friedensgemeinschaft unseres Kontinentes und weit darüber hinaus. Wir haben aus der Geschichte zu lernen. Wir haben zu lernen, auch wenn man sich Frieden nicht kaufen kann, dann diejenigen, die tagtäglich 24/7 für diesen Frieden sorgen, entsprechend auszustatten. Und das tun wir. Und an dieser Stelle danke auch für die Möglichkeit, das tun zu können. Denn der Beschluss, dass das Budget, das Landesverteidigungsbudget zweimal in Folge erhöht worden ist und der Beschluss für ein Sonderinvestpaket bis zum Jahr 2024, das ermöglicht uns dieses. Es braucht niemand Sorge, um eine Garnison zu haben, ganz im Gegenteil. Wir haben zu investieren. Wir haben zu investieren, eine Kaserne in Villach neu zu bauen. Wir haben in andere Kasernen zu investieren, damit unsere Soldaten auch dementsprechend aufgehoben sind. Und wir haben zu investieren, jawohl, auch in schweres Gerät. Im Übrigen das erste Mal seit den 90er Jahren. Auch wenn Frieden nicht kaufbar ist. Nicht kaufbar ist auch die Einsatzbereitschaft der Soldaten des österreichischen Bundesheeres und seit Ende der 90er Jahre auch der Soldatinnen des österreichischen Bundesheeres, die immer da sind, wenn sie gebraucht werden. Danke all denjenigen,
Soldaten, die diese Einsatzbereitschaft gelebt haben. Danke zu sagen all denjenigen, die jetzt Verantwortung tragen und derer zu gedenken, die ihr Leben gelassen haben. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich.